Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir fangen in Frankreich an mit der Groninger Zucht. Dann schauen wir auf jeden Fall nochmal zu Faith rein. Die hat ihr letztes Level up. Dann holen wir den Raven raus. So, hier setzen wir die gratis Zuchtverbesserung nicht ein. Hätte auch nicht geholfen, leider. So. Stufenaufstieg und noch einmal die Chance auf eine Verbesserung. Ja, super. Ja, so sehen ihre Werte jetzt aus mit Level 15. 136 Diamanten würde sie uns bringen. So, auf in die Oase. Und da ist Raven. Wie sehen seine Werte jetzt aus? Großartig anders? Nein. Ja, sie hat die Wetterverbesserung bekommen und sonst nichts. Supi. Na gut, ja, nach den Wetterverbesserungen müssen wir natürlich auch schauen, was da nachher besser ist. Sie hatte Eisläufer auf jeden Fall. Und Sonnenhuf, das ist schon mal nicht verkehrt, die Kombination. Ja, schauen wir mal, was Raven bekommt, ob er was bekommt. Gut, wir schauen uns mal die Post an. 6600 Münzen als Stallbursche verdient. Das Dorf wurde besucht. Die Pferde wurden gestreichelt. Ja, wir können uns Werbung anschauen. Clubpostfach. Mitteilungen. Weiß gar nicht. Hier gibt es jemand Neues. Dann müsste ja hier irgendwas passiert sein. So. Dann haben wir unten jetzt die Glückswetten. Und natürlich machen wir hier mit. So, Jessie. 3 Smaragde gäbe es dafür. Keine Rezeptabschnitte. Aber ich würde sagen, also die Edelsteine sind definitiv auch viel wert momentan. Wenn ich mir unseren Edelsteinbestand so anschaue. So. Ja, wäre nicht verkehrt. Gut. Dann. Ja, der Bretone. Wir haben jetzt 54 von 50. Rubin. Ich könnte die 4... Nee, eigentlich müsste ich 5 ausgeben, um dann nochmal 4 zu kriegen. Das wäre blöd. Also würde ich jetzt einfach sagen, wir schalten ihn frei. So, dann schauen wir mal nach Deutschland. Hier müssten wir jetzt die... Genau. Nochmal 4 Rubine bekommen. Für die Aufgabe, die abgeschlossen ist. Und so das. Ach so, da hat noch jemand Pferde gestreichelt und das Dorf besucht. Gerade eben. So. Das gab nochmal 2 Diamanten. Sehr schön. Ach, wir haben ja jetzt das Futter bekommen, ne? Ich könnte nochmal 6 ernten. Ich würde sagen, wir können das eintauschen. Und es gibt 45 Diamanten und einen Bernstein. Machen wir erstmal das hier wieder. Oder auch nicht. Einmal Süßigkeiten. Auch nicht.
Aber alles nicht. Ja, was sagen uns die Aufgaben? Keine neuen Aufgaben. Dann sollten wir vielleicht nochmal Äpfel holen. Gut, hat hier jemand ein Level up? Fischer. Woody war ja schon fertig. Ixion auch hat. Was ist mit Rio? Rio muss noch. Und Wings braucht auch noch bis zum nächsten. Level 12. Keine Chance auf Diamanten. Ja. Aber hier gibt es die Verbesserung. Na super. Und jetzt gibt es Futter. Okay. Gut, der ist ja schnell trainiert, der Gute. Level 13 hat der Ixion schon. Steht kurz vor Level ab zum Level 14, das ist sehr schön. Ja, hier gibt es 1000 Münzen. Schicken die beiden jetzt erst nochmal los. In den nächsten Tagen sollten wir aber anfangen, die weiteren Sternzeichen zu züchten. Und das bedeutet, wenn das hier jetzt nicht klappt, dann müsste die Zucht der American Celebrates pausieren. Die Rima setzen wir mal hier hin. Schicken sie trainieren und heute versuchen wir es noch einmal. Sehen. Da. Ziemlich weit unten. So, Gratisverbesserung. Nee. Es möchte halt einfach nicht. So, ich schicke die beiden dann jetzt nochmal einmal auf die Weide. Und dann müssen wir da beim nächsten Mal nochmal schauen. So, Montana. Dass wir den Stern dann nochmal freischalten. Jetzt haben wir ja mehr Trakehner. Die Kryolos werden wahrscheinlich so oder so noch dazukommen. Ach Mist. Der gute Remo. Ja, ihm fehlen noch ein paar Pünktchen. Na super. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ihm Trauben zu füttern. Und dann das Traubenfutter. Aber in der Zwischenzeit gehen wir einfach mal auf die Fantasieinsel und schauen uns unser Spiel in Feenpferd Stufe 3 an. Der ist ein guter Nett, ist nämlich erwachsen geworden. Und ich muss sagen, gut, die Zöpfchen hier vorne sind halt nicht ganz so mein Fall. Aber sonst gefällt er mir sehr gut. Das Blau da drin mit den Bändern, das stört mich so ein bisschen. Aber sonst sieht er einfach schick aus. Die Flügel finde ich richtig cool gemacht. Ist irgendwie mehr ein Stutenpferdchen, ne? Eigentlich. Aber gut.
denn hier aus? Bald erhältlich. Naja. So. Dann haben wir hier den guten Toffee. Nee, Iris. Toffee haben wir ja noch. VK, ich hoffe, ich bekomme es dann hin, sie auch vernünftig zu verkaufen. So. Und dann müssten wir einmal entweder unser Elfenbeinfeenpferd rausholen oder das Onyx-Einhorn, je nachdem, was wir finden zum Züchten. Onyx-Einhorn, Hengstchen oder Elfenbeinfeenpferd. Hengst, das ist so die Frage. Da ist eins. Das bedeutet, wir gehen dann zu Rain. Wir müssen aber vorher unsere Amira ist es, ne? Ja. Amira rausstellen und das bedeutet, wir müssten. Wenn, dann bleibt ja eh das Stütchen. Und ich würde sagen, wir stellen dann die Hengstchen Stufe 2 nochmal auf die Weide. Abanos hat ein Level Up, ne? Ja. Da schauen wir dann auch gleich rein. So, jetzt noch einmal. Besuchen. Ich hoffe, dass jetzt die Chancen sehr gut stehen. Das müsste er sein, ja, der Abran. Also. Teuer ist es, ja. Aber die Chancen stehen nicht so viel besser. Ja, dann können wir auch mit unseren eigenen Pferdchen züchten. Wissen wir Bescheid? Wir bekommen noch ein Elfenbeinfeenpferd. Hengst auf Stufe 3. So. Ist hier. Das sieht ja eigentlich auch ganz nett aus. Ist bestimmt auch nicht verkehrt, so ein paar Zusatzställe. Ich weiß ja nicht, wie groß diese Ställe dann sind. Wie viele Pferde da reingehen, aber bestimmt ein paar. So, Banos. Dann bekommt natürlich die Verbesserung. Ach ja. So. Auf nach Montana. So, Kirschen. Oh Gott, haben wir noch genug Kirschen? Einmal schauen. Zwölf Stück sollten hoffentlich reichen. Hier, so viel Gras. So ein bisschen verkaufen wir jetzt einfach mal. So. Wir haben viele Muffins. Honigkekse haben wir ordentlich. Könnten wir eigentlich auch mal verkaufen, ne? Müsli-Riegel. Und wenn ich sie verkauft habe, dann brauchen wir sie. Ist das nicht immer so? Ja, 10 Stück reichen. Frage ist nur, reicht es fürs Level Up? Sollte aber eigentlich so wenig wieder noch gebraucht wird.
So. Ja, dann wird das die letzte Zucht für heute. Und danach muss ich mich zuchtmäßig auch zurücknehmen, weil wir sind dann bestimmt schon unter 1 Million. Wieder. So, Demo. Wir versuchen es mal mit Mona. Immerhin 17%, ne? Schon nicht schlecht. So. Wer von beiden ist denn jetzt unsere Stufe 2er Stute? Hier drüben. Boah, die hat ja geile blaue Augen. Ja, ich glaube, sie bleibt. Schick. Das sieht ja schick aus. Ja. Sehr gut. Wie sieht denn... Wertetechnisch ist der Trakiner auf Stufe 2 auch schon mal nicht schlecht. Alles wenigstens auf Silber. Sehr gut. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch mal schauen. Wie sieht's aus mit den Kisten hier? Ja, wir haben jetzt so bestimmt einige Stände und Hasenskulpturen. Schnee. Ja, wer ist bei Schnee leer, kann ein bisschen besser laufen bei Schnee. Goldfieber gar nicht. Ja, Faith hat eine Verbesserung. Einfach von den mit Diamanten entwerten. Ina braucht noch. Nehmen wir mal Lea. Die ist zwar noch ziemlich fertig vom letzten Rennen, aber... Weiß nicht, vielleicht mit 2 Rennen und dann muss halt wer anders laufen. Ach ja, ich hoffe ja mal, dass der Isländer auch bald mal wieder auf legendärer Stufe zu erhalten sein wird. Ja, das sieht ganz schön ab jetzt. Gut. Ja, sehr schön. Damit sind uns zumindest 2 Rezeptabschnitte sicher. Tja, da werden wir keine Chance haben. Ich glaube, die Nummer 1 ist schon, ja, ist schon ordentlich weit weg. Immerhin der 2. Platz. Na gut, ja, dann müssen wir schauen, ob es wohl ohne Wetterverbesserung gehen müssen irgendwie. Wir könnten ja mal mit Luna. Na, unsere Gute, die ist ja noch nicht so lange austrainiert. Das sind 3 Stück, die definitiv eine Verbesserung haben. Keine Chance. Zumindest nicht mit Luna. Momentan. Naja. Wir haben ja noch genug Zeit, das werden wir noch hinbekommen.
Und dann nehmen wir nochmal den Hachiko. Joa, auch diesmal sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben zumindest eine Chance, würde ich sagen. Zwar nicht auf Platz 1, aber Platz 2 wäre möglich, wenn ich nicht immer so blöd treffen würde. Na komm, einmal perfekt wäre jetzt nett gewesen. Das ist ziemlich knapp. Sie holen auf. Nein, Platz 3. Ach, ist nicht wahr. Na gut, ja, 12 Rezepturen brauchen wir noch. Also, das wird noch bis zum Ende. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Zuchttechnisch ja. Amethystenpferd muss wahrscheinlich noch warten. Das ist einfach sehr, sehr teuer. Werden wir uns dann wahrscheinlich erstmal mehr auf die Sternzeichen konzentrieren, damit wir hier vielleicht doch noch ein paar bekommen. Also ich... mal schauen. Vielleicht erfahre ich ja... Für den Widder habe ich die Konstellation schon mitgeteilt bekommen, was wir brauchen. Der Stier, wissen wir ja. Und Zwilling muss ich mal gucken. Ob ich da noch irgendwie Informationen zu bekomme, finde, dass ich schon mal schauen kann, dass ich die Pferde, die wir brauchen, wenigstens schon mal zwei Pärchen da habe. Aber es geht ja eh nicht alles gleichzeitig, von daher würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich mit dem Stier beginnen. Und ja, Widder und Zwilling kommen dann noch. Also, bis dann. Tschüss.